Am Wochenende vom 2. bis 4. Juni fand im Freiberger Ortsteil Zug das 6. US-Core-Meeting statt. Ein Event, bei dem sich heiße Kisten, Tanz und Rock'n'Roll-Musik zu einer Kombination vereinten. Die Sonne strahlte vom Himmel und das Gelände war voll von eindrucksvollen US-Cars, die alle Blicke auf sich zogen. Sehr zufrieden. Bis jetzt sind viele Besucher gekommen. Der Campingplatz ist voll, geile Stimmung und ja, freue mich auf ein mega geiles Wochenende. Ja, ich hatte schon immer viel mit Autos zu tun und komme selber aus der Musikbranche und hatte damals auch eine Rockabilly-Band, mit der ich viel unterwegs war und wollte halt gerne das Musikthema mit dem Autothema kombinieren und habe halt dann gedacht, ja, dann warum nicht ein eigenes US-Car-Treffen veranstalten, um halt aus zwei Sachen eine große Sache zu machen. Ja, also letztes Jahr hatten wir ca. 5.000. Ich denke, dass es dieses Jahr so 6.000 so ca. werden und so um die 600 Autos. Und morgen geht es dann mit richtig Programm mit unseren Kategorien. Dezibel konnte es schon Schein. Und dann werden quasi alle Autos prämiert, die halt im Pokal gewinnen. Und ja, dann natürlich das dementsprechende Raumprogramm. Dann noch dazu mit Siegerehrung, Pokalverleihung und großen Feuerwerk morgen Abend. Und ja, natürlich noch vielen geilen Bands. Die Organisation an sich dauert eigentlich ein Jahr, kann man was sagen. Also nach dem Treffen ist vor dem Treffen. Also nach dem US-Comedian geht es eigentlich dann schon wieder mit der Planung fürs nächste Jahr dann weiter. Und natürlich die Nachbereitung vom Fest an sich. Und ja, also der Aufbau dauert so circa eine Woche, dass es aufgebaut wird und dann eine Woche nochmal Abbau. Ja, und dann kommt halt das ganze Bürokratische und Wörtliche dann noch ringsrum. Aber ja, eigentlich hat man das ganze Jahr Arbeit damit. Für mich hat es eine ziemlich große Bedeutung, weil ich halt eben die ganze Szene, das Autothema und die Musik einfach den Freiberger Bürgern einfach näher bringen kann und natürlich aber auch überregional allen Besuchern, die halt aus ganz Deutschland halt kommen. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ich eine Veranstaltung machen kann, wo alle Spaß haben. So, und das ganze US-Car-Thema und die ganze Szene ist mega entspannt und alle sind auch mega lieb und nett und freuen sich und sind sehr dankbar einfach auch, dass es solche Veranstaltungen gibt. Und das gibt mir persönlich als Veranstalter sehr viel wieder. Und ja, das ist dann auch so das, wofür man es dann auch macht. Na, dass man halt einfach viele Leute, nicht bloß Kinder, na, sondern halt alle, na, von jung bis alt eigentlich, sag ich mal, zum Tanzen bewegt. Na, die haben Spaß, sag ich mal, an der ganzen Veranstaltung und ja, eine geile Zeit einfach hier im US-Comedy. Eine abschließende Frage. Wird es ein Siebtes geben? Natürlich. Eines der Höhepunkte war auch der Dezibel-Contest. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, den lautesten und kraftvollsten Sound aus ihren Auspuffanlagen zu präsentieren. Das war in dem Moment sicherlich nicht gedacht und war für den Halter ein gefühlsmäßiger Totalschaden. Selbst Hollywood mischte sich unter das Getümmel. Wer kennt nicht die Kultserien, in denen die markanten Autos eine Hauptrolle spielen? Wir kamen mit Haltern der legendären Fahrzeuge ins Gespräch. Beziehungsweise ein Kult, für alle Fälle die Serie, ja, Kinder- und jugendlicher Traum. Jetzt steht das Auto hier. Wie kommst du dazu? Tja, wie kommt man zu sowas, ne? 1982, 83, Schwarz-Weiß-Fernsehen, ZDF, Montagabend um 6. Na, wer kennt's nicht? Und ja, haben bestimmt viele Leute gesagt, sowas brauche ich, sowas will ich haben. Muss man am erst über 40 werden dann. Na. War mehr oder weniger ein Zufall. Ich habe ein paar Jahre überlegt, mir sowas zu bauen. Wer weiß, was sowas kostet, ja, dann brauchst du Platz, dann brauchst du die Zeit, brauchst Connections. Ist nicht ohne.
Ja, und irgendwann sitzt man halt mal vor dem Computer und scrollt so im Internet rum und dann findet man halt so ein Auto. Ne? Dann fährt man hin und kauft es. Motortechnisch Standard, ja, nichts Besonderes, 5-7er Chevy Motor halt, wie sie alle drin hatten. 6 Zoll Fahrwerk. Ja, und dann dieses Offroad-Zubehör, was es halt damals gab, in den 80er Jahre. Relativ original alles, es fehlen noch ein paar kleine Details, Kenner sehen es sofort. Andere Leute freuen sich einfach, dass es so aussieht. Wie gesagt, das Auto habe ich nicht selber gebaut, das habe ich so gekauft, aber derjenige, der es gebaut hat, denke ich, hat es ganz gut getroffen. Diesen haben wir aus Holland gekauft, vor 5 Jahren und dann umbauen lassen. Baujahr 1985, Geschichte, wie gesagt, er ist als Neuwagen nach Holland gekommen, dort haben wir ihn dann vor 4 Jahren, wie gesagt, gekauft und dann umbauen lassen zum A-Team-Van. Ja, dieser war vorneweg als normaler Transporter. Ja, war noch nicht ganz so umgebaut, teilweise ja, aber noch nicht so in diesen A-Team-Style. Die meisten Teile haben wir dann aus Amerika etc. bezogen und dann anbauen lassen. Vorneweg haben es halt auch private Personen gehabt, die nur drin rumgepfuscht haben. Die Werkstatt freut sich immer sehr, wenn es da irgendwas gibt zu reparieren. Vor allem diese Lackierung ist halt ein riesengroßer Aufwand. Anbauteile sind alle zugelassen, eingetragen, einwandfrei. Was nimmt er denn auf 100 Kilometer? Sie ist ungefähr 28 Liter, was dieses Auto braucht. Ich selber bin ja 83er Baujahr und Knight Rider hat mich immer fasziniert und es war halt mal so ein Gedanke oder so ein Traum, so ein Auto mal selber zu haben. Obwohl es selbst innen noch nicht so weit ist, aber ja, es war halt so ein Kindheitstraum, den ich mir mal verwirklicht habe. Das ist ein 86er Baujahr Firebird, der hat einen 5 Liter V8 drin und bis letztes Jahr hat er noch 23 Liter auf 100 Kilometer genommen, jetzt hat er 9 Vergaser drauf, jetzt denke ich mal, liegen wir so bei 17, 18 Liter, denke ich. Und ja, wir hatten einfach kurz vor Corona ein bisschen Geld übrig und bevor wir es irgendwo weggeschmissen hatten, haben wir halt das noch ein bisschen in den Wert anlegen wollen. Und da ist halt dieses Auto gekommen, damals blau, jetzt ist er seit 3-4 Wochen, ist es, hä? 4 Wochen ist er schwarz geworden, Gott sei Dank. Und danke dann nochmal hier an das ganze Team, die haben nämlich mich unterstützt, dass das ganze Auto auch so aussieht, wie es jetzt da steht, weil ohne die ganze Clique hätte ich das Auto nicht so zusammengekriegt, wie es jetzt da ist. Das ist ein Dodge Ram 1500 mit Hemi-Motor und ist von mir aufgebaut worden als Highway-Petrol-Fahrzeug. Das mache ich hobbymäßig. Beruflich tue ich was anderes, ist aber jetzt eine Nebensache. Wie gesagt, ich stecke da eigentlich meine ganze Freizeit rein, wie man sieht. Und ich denke, es ist mir gut gelungen. Ich habe eigentlich auch original den Polizeisound mit eingebaut. Das Blaulicht, wie man sieht, ist aufgebracht. Ist jederzeit abnehmbar, also nicht fest installiert. Und ich tue mein Bestes eigentlich, dass es gut rüberkommt. Und ich denke mal, die Resonanz ist eigentlich sehr, sehr gut und es kommt eigentlich auch gut an. Ist ein Mustang Mach 1 Fastback aus 69. 69, gell? 1900 sag ich noch davor, wenn ich das mal auf 1800 komme. So Autobahn bei 90-100 km, entspannte 18 Liter, Stadtverkehr 25 aufwärts. Steckt denn eine Geschichte hinter dem Fahrzeug? Naja, mal so ein bisschen angefixt durch die Filme, die man so früh aufwächst, Straßen von San Francisco, Colt Sievers und Bullitt. Dann träumt man halt von so einer Karre, dann hat man mal Glück, dass man mal gut versichert ist. Dann gibt es mal ein paar Münzen und dann kann man sich einen Traum erfüllen. Als leibeigener Handwerker ist es halt immer schwierig, an sowas zu kommen. Also das ist meine Lucy. Lucy ist Baujahr 1965. Eines der ersten Autos, die quasi vom Band gerollt sind. Vor die Flinte geschossen ist mir tatsächlich eine schöne Geschichte. Ich war auf dem Weg zum Frauenarzt und da bin ich am Oldtimerhandel vorbeigefahren. Da stand sie. Und da habe ich mir schon fast einen Ast verengt. Und auf dem Rückweg habe ich einen Anker geschmissen, bin ich rein. Ich sage, ja, was ist das, will ich haben. Und dann ist das
Wir hatten einen schwierigen Start, es hat ein bisschen gedauert, ehe es alles funktioniert hat, wie es sollte. Aber ich glaube, gestern sind wir endgültig zusammengewachsen. Ja, genau, meine Lucy. Könnte meine Mutter sein, vom Alter her. Gibt es dazu noch eine Geschichte zur Lucy? Eine Geschichte? Sie selber ist importiert worden im Jahre 2016 aus Los Angeles. Da hat sie vorher ihren letzten Besitzer gehabt. Und ich bin quasi die Nachfolgerin dazu. Genau. Angeblich hat es ein Polizist gefahren zuletzt. Und jetzt fährt es eine Polizistin. Also wir waren letztes Jahr schon Tagesbesucher und es ist einfach nur schön. Ich finde es gut, dass sie das vergrößert haben. Dresden fällt ja nur leider dieses Jahr aus. Es ist einfach schön für die Leute. Auch nach der ganzen schlimmen Zeit, die wir hatten. Die wollen raus, die Autos müssen raus und das sehen, gesehen werden. Die Leute machen sich hübsch, es ist immer schön. Super. Während die Besucher die Fahrzeuge bestaunten, gab es auch die Möglichkeit, sich dem Tanz hinzugeben oder einfach nur die mitreißende Musik zu genießen. Livebands spielten vom Nachmittag an bis in die Nacht Rock'n'Roll-Musik, die perfekt zur Atmosphäre passte. East, South, West, everywhere to end. Also, wunderschöne Veranstaltung, wir freuen uns hier zu sein und es hat mega Spaß gemacht, auf dieser Bühne zu stehen. Also, der Verschlag hierher, der fiel mir überhaupt nicht schwer und ich muss auch nicht lange nachdenken, als mich der Ritter Marco einlud, denn mittlerweile nimmt das ja hier wirklich familiäre Struktur an. Leslie Steinemeyer zu ihm auf der Bühne, danach die Ice Boys, wir spielen nachher mit zum Twist und außerdem mache ich dann auch als DJ Preston die Aftershow-Party. Das heißt, großes Familienfest mit ganz lieben Menschen, Wetter passt auch, deswegen bin ich hier. Also mit Freiberg verbindet mich natürlich auch eine intensive Vergangenheit. Ich hatte hier mehrere Liaisons. Da kannst du Jens von Pink Petticoats fragen. Mit den Firebirds damals haben wir regelmäßig Tivoli gespielt. Leslie Steinemeyer auf der Bühne. Und ja, auch zum Bärstadtfest waren wir schon unterwegs. Und im Erzgebirge allgemein bin ich natürlich schon sowas wie ein kleiner Star. Es wird immer größer und geiler und ich wünsche den Veranstaltern viel Erfolg, dass sie das auch die nächsten Jahre wuppen. Natürlich gutes Wetter. Ich freue mich, egal in welcher Funktion ich dabei sein darf, immer wenn ich hier bin. Und heute, da ich im Besitz einer Besucherritze bin, lassen wir es krachen. Das heißt, für mich ist heute Open End und da freue ich mich drauf. Am Ende des Tages fand die Siegerehrung statt. Die Gewinner wurden mit verschiedenen kreativen Pokalen geehrt. Halt in den Herren. Ja, komm jetzt ja wieder. Sehr schön. Danke euch. Ich finde, passt optisch sehr gut zu deinem Auto, oder? Ja, lautestes Auto hier auf dem Platz. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, ja. Halt in den Herren. Ja, mach ich auch. Kommst du nächstes Jahr wieder? Auf jeden Fall. Ja, nächstes Jahr wieder. Selbstverständlich. Das 6. Freiberger US-Car-Meeting, die Leidenschaft für amerikanische Autos, gutes Essen, Musik und Tanz vereinte. Die Besucher konnten einen Tag voller Freude und Begeisterung erleben und es war ein wahrhaftiger Genuss für alle Autoliebhaber. Thank you.
Cooles Design auch für dein Fahrzeug. 2R Colors aus Marienberg, Ortsteil Zöblitz, sorgt für tolle Oberflächen. Mit einer individuellen Folierung sorgst du nicht nur für eine neue Optik, sondern schützt gleichzeitig den Originallack. QR Colors, Fahrzeugaufbereitung, Folierung, Smart Repair. Mehr Infos im Web und Social Media.